Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing und kleinen Vergleich zum Vorgänger des iPhone 15 Pro Max. Ja, also ich persönlich, ich liebe Titan. Also ich zeige euch mal kurz ein Beispiel. Mein Bike da hinten, das hat einen Titanrahmen. Mann, ist das sexy. Oder? Also ich meine, das ist immer so Geschmackssache, aber es gibt halt so manche Sachen im Leben, die sind einfach richtig, richtig schön. Und Titan zum Beispiel ist was sehr Geiles. Und als das vorgestellt wurde, dass das neue iPhone, also jedenfalls diese Version davon, aus Titan bestehen soll, wow, die Vorfreude war so immens. Ja, dann wurde die ein bisschen gedämpft, weil nur noch ein Teil des Rahmens daraus besteht, bla bla. Und wer Jerry Rick Everything zum Beispiel verfolgt, der sieht ja jetzt auch genau, wie viel Titan da drin ist. Naja, das werde ich sowieso gefühlt nur einmal berühren. Jetzt, ja gut, das zweite Mal kurz vorm Verkauf, nachdem ich es sauber gemacht habe. Und währenddessen ist es ja immer in der Hülle. Naja, so, das ist die Verpackung. Simpel, sehr schick. Wie immer, ich habe die Version 15 Pro Max White Titanium 512 GB und bezahlt habe ich für dieses Modell hier 1669 Euro. Ja, fast 200 Euro mehr als letztes Jahr, aber dafür habe ich auch die doppelte Speicherkapazität. Gut. Zum alten Handy, also zum Vorgänger. Gleich mehr erstmal hier das Unboxing an sich. Na? Es gibt noch unten eins? Ah, okay. Um euch die Daten aber hier zu ersparen, beziehungsweise die privat zu halten. Nicht vor der Kamera. So. Ui. Uiui. Das sieht ja noch mal kranker aus, diese Kameras. Wirklich ein sexueller Moment. Boah. Okay, hat sich schon ein bisschen was verändert. Okay, das ist schon nice. Ah, das ist schon sehr angenehm. Also, das ist jetzt nicht natürliches Titan hier. Also, dass das hier weiß ist, ist mir klar, aber das ist doch jetzt natürliches hier, oder? Ach, keine Ahnung. Also wir auf jeden Fall nicht wie ein Wahnsinniger jetzt hier mit einem Cuttermesser entlang kratzen und das zerstören. Das wird ja sowieso für immer geschützt sein. Deswegen gehen wir mal jetzt hier nicht kleinlich ins Detail. Und ich werde jetzt auch nicht mit aller Kraft hier das Ding biegen, bis das hintere Glas bricht. Boah. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Telelinse. Das hat mir nämlich immer ein bisschen gefehlt, also ein bisschen mehr Zoom. Und ja, was die Mikrofonqualität angeht, hoffe ich, dass es wieder ein Upgrade ist zum letzten. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das Upgrade letztes Jahr ein bisschen bereut, nachdem das Mic schlechter war als beim 13 Pro Max. Oh ja. Und das 14 hat mir auch, naja, nicht ganz so gut gefallen, was die ganze Performance angeht. Ich habe jetzt noch 82% Akkukapazität insgesamt. Ich finde, nach einem Jahr nur 82% zu haben, ist jetzt nicht so viel. Naja, mal schauen, wie das jetzt alles hier bei dem wird. Das ist das Kabel, USB-C zu USB-C. Das ist auf jeden Fall die krasseste Neuerung, muss ich sagen, weil jetzt kann ich mein verdammtes Handy endlich mal überall laden und muss nicht immer hoffen, dass jemand ein iPhone-Ladekabel hat. Das ist nämlich gar nicht mal so selbstverständlich, dass das immer vorhanden ist. Gibt es überhaupt keine Sticker mehr? Oder ist es jetzt nur noch einer? Oh, dieses verdammte Ding hier. Das geht doch nie wieder rein. So. Ach doch, einer. Hm. Verklebt die überhaupt irgendjemand? Die muss man ja mal aufheben, sonst kriegt man sein altes Handy nicht mehr verkauft. Naja. Ich verklebe es einfach nie. So, das war's schon. Selbstverständlich kein Ladegerät wegen die Umwelt und so. Dann wird diese Verpackung jetzt hier bis in einem Jahr, bis es dann vielleicht zum Verkauf kommt. Also ich schrotte das Ding mal komplett hier irgendwo liegen. Okay, das ist wirklich, erster Eindruck, sehr angenehm. Irgendwie fühlt sich das wirklich viel leichter an, was es ja auch scheinbar ist. Krass. Also mal eins zu eins nebeneinander. Das hat schön geglänzt letztes Jahr.
Jetzt macht man sich ein bisschen mehr Sorgen. Hier hat zum Beispiel mein Kumpel der Käfer immer Bierflaschen mitgeöffnet. Das ist jetzt natürlich hier nicht möglich, wenn man das ohne Hülle nutzt. Ja. Diese Kameradinger. Ja, es ist natürlich ein bisschen rausstechend, aber immer noch ästhetisch irgendwie. Ne? Ja, ist schon schön. Ist schon ein schönes Ding. Also hier hat sich leider was geändert, und zwar dieser Action-Button. Also ich fand den immer perfekt, diesen stummen Schalter. Aber naja, man kann leider nicht alles immer ändern. Ja. Und hier unten, ihr seht es ja schon auf der linken Seite, da ist es mir leider mal auf eine Keramikschüssel gefallen, das Handy, und hat hier einen ziemlichen Schmiss drin. Das ist natürlich nichts anderes kaputt gegangen, außer jetzt hier dieser Edelstahlrahmen, der ein bisschen zerschrammt ist. Aber deswegen und wegen dem hier, seht ihr diesen Kratzer? Es ist kein unfassbar fetter Kratzer, der hier, jetzt sieht man den gut. Kriege ich keine 1100 Euro mehr, sondern wahrscheinlich leider nur noch 900 dafür ungefähr. Also übrigens, falls jemand Interesse hat, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Bitte nur Instagram DMs. Ich kann diesbezüglich nichts anderes ernst und wahrnehmen. Ja, falls jemand hier Interesse am Erwerb hat, sonst ist das Handy in einem sehr guten Zustand. Was die Hülle angeht, muss ich auch sagen, die vergilben null. Also da ist auch absolut nichts gelb dran. Nur was ich ein bisschen komisch finde, dieses Jahr habe ich mir die neue wieder geholt. Fürs 15er. Die wird so geliefert. Das ist das für ein seltsamer Lieferumfang. Also meine, hier ist ja schön, dass es so umweltfreundlich ist, aber das ist wirklich alles, was in dem Amazon-Paket drin war. Da dachte ich erstmal, hey, hier ist nirgends ein Apple-Logo, nicht irgendwie eine Umverpackung. Das ist eigentlich auch dazu da, dass man das aus einer Hülle rauszieht. Okay, Apple, ist schön, dass ihr umweltfreundlich seid, aber wenn ich das hier bekomme, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe ein Fake-Produkt gekauft. Können bestimmt einige nachvollziehen, oder? Naja. So. Das sieht auf jeden Fall aus. Exakt gleich, nur dass es halt sauber ist. Alter, wie versifft und widerlich verranzt die ein Jahr alte Hülle aussieht. Guckt euch das mal an. Ich habe da, das sieht irgendwie aus, als hätte ich mit einem Feuerzeug da rumgespielt oder so. Als hätte ich die verbrannt. Das habe ich aber nie gemacht. Also wirklich nie. Das ist, diese Hülle ist nie mit Feuer in Verbindung gekommen. Aber das sieht irgendwie so aus, als hätte man die angezündet überall. Aber das Handy ist öfter mal runtergefallen, und zwar auch sehr doll runtergefallen, und die hat gute Dienste geleistet. Ja. Sehr nices Ding. Deswegen habe ich die auch nochmal mir geholt. So. Ja, das Upgrade ist selbstverständlich nicht nötig. Aber das hier ist und bleibt mein Nummer 1 Arbeitsgerät. Da wird natürlich ganz Internetkram gemacht, und damit werden auch wirklich 80% der Vlogs und sowas gefilmt. Und da will ich natürlich immer das Neueste, Beste, wie auch immer, haben. Klar. Deswegen gibt es jedes Jahr ein neues Handy. Würde ich privat, also ohne dass ich das Handy irgendwie für meine Arbeit oder mein Schaffen benutze, wahrscheinlich immer noch das Note 10 Plus haben. Also das habe ich zwar immer noch, also ich habe es nicht verkauft, aber das würde ich wahrscheinlich auch immer noch nutzen, wenn ich damit kein Content machen würde oder so, weil das immer noch so groß und so nice. Also das Note 10 Plus, Galaxy Note 10 Plus von Samsung, das ist wirklich bester Allrounder-Ding. Auch wenn jemand immer noch was Günstiges jetzt sucht. Die neuen iPhones sind einfach viel zu teuer geworden. Ich meine, 1669 Euro, boah. Oder 2000 für die größte Version mit 1 TB, die sind doch alle nicht mehr ganz dicht. Aber mal abgesehen davon, es ist verdammt sexy, und ich freue mich auf mein Jahr damit. Oh ja, mein Jahr mit etwas Titan, ein paar Gramm weniger und USB-C. Wer hat das auch? Oder wer plant sich das zu holen? Oder seid ihr eher die Kategorie jetzt, auch wenn ihr iPhone-Freunde wart? Ne, nicht mit mir. Wenn die keine stabilen Handys bauen, bla bla bla, da bin ich raus. Na, mir ist das egal, ich bin der Meinung, ich gehe mit meinem Zeug immer so gut um, das wird's überleben. Falls nicht, dann werdet ihr das erfahren, ich bin gespannt. Ich habe natürlich keinen Bock, dass hier irgendwas kaputt geht, aber ja, möglich ist ja alles. Ich habe es bis jetzt, ich glaube, seitdem ich damals ein iPhone 5S runtergeschmissen habe und das draufgegangen ist, nie ein Handy kaputt gemacht. Und das war wirklich lange, lange her. Na gut. Eure Meinung und alles Mögliche gerne in die Kommentare. Und ich freue mich auf zahlreichen, feinen, schmackhaften Content, den ich damit für euch mache. Tschüssikowski.